Der Warakak tritt in das Licht der Geschichte hinein. Da steht er. Unser erster Trupp, unser erster Spezialeinheitentrupp, der bei uns den Plänkler ersetzt. Echt fitte Kämpfer. Gut im Fernkampf, wahnsinnig flink, kurze Reichweite, Schleuderschützen, die dem Gegner ihre Kieselsteinchen um die Ohren knallen. Wahrscheinlich irgendwelche scharfkantigen Monstersteine und die zweimal pro Runde angreifen können. Jetzt haben wir den ersten unserer Späher umgewandelt in einen Warakak. Hier ist der nächste. Noch ein letzter Blick darauf. Das Ganze ist natürlich nicht nur ein Upgrade, es ist auch ein Downgrade. Sie verlieren nämlich ihren treuen vierbeinigen Begleiter. Hasso verschwindet. Der landet sicher im Tierheim. Das ist bitter. Ich müsste gleich meine Hauptstadt kontrollieren, ob der vielleicht als neues Ergänzungsgebäude im Stadtgebiet ein Tierheim entstanden ist. Und was das bringt an Boni oder Mali, weiß ich nicht. Vielleicht plus eins Nahrung. Je nachdem, was mit den Hunden geschieht. Wenn sie gut durchgefüttert werden, minus eins Nahrung, wenn sie dagegen, ich weiß nicht, aber wir sind ja nicht bei den Chinesen. Dann machen wir hier ein Upgrade, zack, da ist er, der nächste unserer Trupps. Wir haben noch 123, ein weiteres Upgrade ist möglich, da ist es, und zack. Und den Rest müssen wir uns jetzt noch erwirtschaften. Über 50 Gold. Runde für Runde bekommen wir zusätzlich drauf. In 6 Runden wieder die Möglichkeit, nach Erforschung der Gilden für Lau, die Regierungsform zu wechseln. Dann würde ich gerne die Berufsarmee wieder loswerden. Die nützt uns ja sonst wenig. Und wir sollten dabei eine Menge auch sparen an Eisenressourcen. Wir machen das mal testweise bei einem unserer beiden Krieger. Das Gold fürs Upgrade haben wir nicht, aber ihr seht, erfordert nur 10 Eisen. Das heißt, wir können durchaus gleich beginnen zu falschen. Apropos falschen, 3 Allianzen haben wir, 2 brauchen wir noch. Darum ging es beim letzten Mal. Wir haben Christina mittlerweile kennengelernt, die Königin der Schweden. Und jetzt wollen wir mal schauen. Zum einen, dass wir Delegation entsenden nicht möglich. Selbst dafür fehlt uns das Geld im Augenblick. Das ist echt bitter. Dann machen wir aber die anderen Geschichten. Ich versuche mal, ob wir mit den Osmanen eine religiöse Allianz hinkriegen, denn die haben den Islam gegründet. Die Osmanen, ernsthaft. Also nicht im, wenn wir das Real Life mal beiseite nehmen, da war das Osmanische Reich ja auch islamisch geprägt, aber auch hier spielen die den Islam tatsächlich. Und die müssten eigentlich ein Interesse haben. Warum geht das im Augenblick nicht? Freunde sind wir. Warum können wir im Augenblick keine Allianz mit denen machen? Haben wir in dieser Runde schon mit ihnen irgendwas anderes gemacht, dass wir dann nur einen Deal pro Runde hat? Über Abkommen geht das nicht, das verstehe ich gerade nicht. Wie ist das denn mit Mansa Musa? Da geht das mit den Allianzen. Ach, die haben die noch nicht erforscht, Süleyman, das müsste der Grund sein. Also, versuchen wir es mal. Wie wäre es bei ihm mit einer Kulturallianz dann? Von der religiösen Allianz profitiert der Süleyman ganz massiv, weil, ihr seht es hier, die Religion der Verbündeten übt keinen religiösen Druck auf eure Religion aus und umgekehrt. Und wir haben keine Religion. Das kann ihm eigentlich egal sein, oder? Er bekommt dadurch aber Glaubenspunkte. Das ist das Interessante. Und er will ja Glaubenspunkte haben. Also Süleyman sollte auf eine religiöse Allianz abfahren. Und nur kultureller, übt keinen Loyalitätsdruck aufeinander aus. Das kann eigentlich bei den beiden Seiten egal sein, weil die sind weit weg. Wir können uns gegenseitig keine Städte mopsen. Also das versuchen wir mal hier, eine kulturelle Allianz. Nein, warum denn nicht? 4 Gold einmalig. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Das machen wir sofort. Wir versuchen, ob wir ihm noch Eisen andrehen können. Nehmen das Gold hier weg und schauen mal. Oh lala. Da hätte ich mir gedacht, dass er da mehr auf Groll auf den Tisch legt. Mehr Gunst auf den Tisch legt. Aber es geht eigentlich schon. Kann das sein? 2 Eisen kosten bei ihm, dafür kriegt man bei ihm eine Gunst. Nee, der Kurs ist sogar noch besser. Wow, was ist denn hier los? Was ist denn hier gebacken? Das ist ja großartig. Jetzt reicht es ihm.
20 Gunst für 22 Eisen? Das ist doch super cool. Das war's dann. Nein, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Das war komisch. Da hat sich der Kurs schwankte mehrmals, je nachdem, wie viel man ihm anbot. Anscheinend ist es für ihn verschieden viel wert. Vielleicht muss er gerade irgendwelche Einheiten upgraden. Keine Ahnung. Auf den Grenzen sind egal, wir haben eine Allianz, den Rest lassen wir weg, also das ist doch eine schöne Sache. Wir haben die Allianz, dadurch ein Gunst mehr pro Runde, bekommen 20 einmalig und geben ihm 20 Eisen, das wir nicht brauchen, weil wir nur 23 benötigen für unsere beiden Krieger. Klasse. Bin total begeistert. So machen wir das. Und dann könnten wir Eisen noch verhökern. Tja, an wen? Machen wir nächste Runde. Wir gehen erstmal, wir haben ja nur noch drei Eisen. Eine Runde weiter. Habe ich an alles gedacht in dieser Runde. Allianzen. Eine Allianz fehlt noch. Das stecken wir nächste. Wir checken einfach hier nur wieder beim Süleyman, ob der mit uns eine Allianz machen möchte. Die Kanadier mögen uns nicht gut genug. Und Christina müssen wir erstmal nachher umwerben und ihr eine Delegation rüberschicken. Die haben wir gerade erst kennengelernt. Ansonsten alles in Butter und eine Runde weiter. Okay. Ach so, mit ihm wollten wir runterziehen hier hin und das Feld ist gerade blockiert durch den Handwerker. So viel zum Thema Bewegungsbefehle über viele Runden machen. Klappt nicht immer. Hier hin. Nee, tut mir leid. Also Eisen und Gunst, weder das eine noch das andere. Später verkaufe ich dir gerne Eisen. Vor allem, ich handle doch nicht mit Leuten, die mir noch nicht mal ins Gesicht gucken und die einen hier auf Multitasking und ich kann lesen und gleichzeitig dich ignorieren machen. Das kann ich auch. Ich kann Let's Playen und dich gleichzeitig ignorieren. Jetzt guckt sie erstaunt. Lies mal den Knigge. Freundschaft zwischen den Maori und den Osmanen verkündet der internationale Gerüchtedienst. Des Universums sind Feuer, Wasser, Schotter und Vinyl. Belagerungstürme baubar und die Terrakotta-Armee. Ein Weltwunder, das ich ja öfters mal baue. Das Gute ist, alle Einheiten, die man hat, wir haben ja deren viele bekommen, eine Beförderungsstufe gratis draufgepackt. Nur, wozu sollen wir unsere Armee jetzt hochboosten? Wir können mit fast allen gut und... Das ist nicht das, was ansteht. Was ansteht, ist viel Gunst zu generieren durch viel Gold zum Beispiel. Dass wir das kaufen und vielleicht können wir auch unserer... Im Nachhinein denke ich mir, es wäre vielleicht gar nicht so doof gewesen. Im Nachhinein ist man ja bekanntlich immer klüger. Wir hätten hier eine Stadt hingesetzt, um hier viel Eisen zu gewinnen, um das jetzt zu verhökern. Gegen diplomatische Gunst. Für die Diplomatie Siegpunkte. Kann man immer noch machen. Geht immer noch. Da müssten wir nur einen Siedler... uns erkaufen, vorzugsweise, also einbauen. In Cusco geht das mit Abstand am schnellsten, am zweitschnellsten in Abendröte. Dort haben wir die meisten, hier die zweitmeisten Erträge, Produktionserträge generell. Wir haben noch Magnus den Truchsess, der sorgt dafür, dass wir beim Bau eines Siedlers keinen Bevölkerungspunkt verlieren. Das fände ich jetzt nicht so furchtbar schlimm, aber... Und die Siedlerkarte würde ich dadurch vielleicht sogar nicht unbedingt reinnehmen. Aber wenn er hier drin ist und wir zwischendurch hier einen Siedler einstellen, dann könnten wir ihn durch diese Steingeschichten uns holen, Steine entfernen, nachdem wir den Theaterplatz fertiggestellt haben oder umgekehrt. Das würde Sinn machen. Ein Weltwunder fertiggestellt, der Meenakshi-Tempel von den Ungarn. Mehr Wohnraum, hier benötigt in Cusco. Boah, wir haben einen Bürger mehr als Wohnraum. Heftig, ne? Und die Stadt wächst trotzdem weiter. Weil dieser Malus von 0,25, dieser Multiplikator, dass unser Überschuss durch 4 geteilt wird und dann erst angerechnet wird, der scheint nicht zu sinken, auch wenn man noch mehr Wohnraum hat. Das habe ich, glaube ich, bis zum Exzess noch gar nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Stadt hatte, die 4, 5 oder wie viel mehr an Bürgern hatte als Wohnraum. Ist das die unterste Grenze? Weiß das einer? Kann der Wohnraummultiplikator nicht noch geringer werden? Wenn es jemand weiß, bitte gerne mal posten. So, Produktion in Brühwürfe. Ja, dann könnten wir durchaus den Siedler einstellen oder den Theaterplatz. Theaterplatz nicht, wir wollen ja erstmal... Kann man hier roden? Ich denke ja. Nee, man kann nur roden, wenn das Feld einem selber gehört.
das muss doch, stimmt, das hatte ich vor ein paar Folgen mal falsch erklärt. Das muss nicht zum Stadtgebiet dazugehören. So rum war es. Es kann auch auf einem Kulturgebiet liegen, außerhalb des Wirtschaftsradius. Aber es muss zur eigenen Kultur dazugehören. Wir könnten das aber zumindest schon mal kaufen. Aber wir versuchen erstmal, wir machen erst diese Upgrade-Geschichten weiter. Dann stellen wir erstmal den Siedler hier ein. Schicken einen Gesandten hier hin und bekommen ab jetzt für jede Uni auch noch außerdem nochmal zwei Gesandtenpunkte. Babylon. Unser Suzerän-Status mit Babylon wird gefestigt. Er zieht runter und betrachtet mal in aller Ruhe als erster Tourist die Pyramiden. So, der ist befördert, der kann schwimmen gehen und macht das auch mal. Schifft sich mal ein Richtung Norden, mal gucken, was wir hier oben entdecken. Das gleiche gilt auch für den Kollegen. Und für diesen hier. Können wir unsere Krieger mittlerweile upgraden? Ja, 40 Gold und 10 Eisen. Und nächste Runde machen wir das mit dem nächsten Krieger. Den können wir schon mal aus dem Schläfchen wecken. Aufwecken und eine Runde bitte mal abwarten. So, und mit dem Handwerker wollten wir... Moment, mit dem ziehen wir weiter. Hierhin, genau. Mit ihm. Geht's hier lang? Ah, wie kann ich denn auf eine Runde... Ich kann mal wieder nicht auf eine Runde aussetzen klicken, wie mich sowas nervt. Geht nicht. Das muss doch echt nicht sein. Mann. Jetzt geht's. Verrückter geht es nicht. Amor-Schützen, Upgrades möglich, 95 Gold brauchen wir dafür. So, und mit dem Speer. Das ist blöd, dass wir jetzt das Gold für beide Zwecke brauchen. Wir brauchen das Gold ja auch, um hier das mit dem Theaterplatz zu machen. Wobei ich das mit dem Siedler jetzt mittlerweile spannender finde. Ein möglicher Siedlungsstandort, hier einer da. Hier unten wissen wir nicht, ob es nötig ist. Also da können wir echt drauf verzichten. Vielleicht, dass wir wirklich viel Eisen holen und das dann verhökern, oder? Achso, und den Theaterplatz hier oben, den haben wir schon platziert. Der ist im Bau begriffen. Alles gut. Eine Osmanenstadt nach der anderen wird von uns aufgedeckt. Ich mache mal einen Blick in ganz weite Runde von diesem Kap aus. Eine Runde weiter. Ja, machen wir. Achso, wollten bei Christina, sollen wir ihr wenigstens die Delegation schon mal rüberschicken? Machen wir alle später. Wir können uns nicht alles gleichzeitig erkaufen hier. Ich möchte gerne die Söldner Berufsarmee-Karte raushaben in drei Runden. Na, könnte knapp werden mit den Armbrustschützen. Wir haben viele Bogenschützen, mal gucken, wie wir das machen. Mit ihm ziehen wir hier raus. Können wir auf Ozeanfelder? Mittlerweile können wir nicht. Das heißt, wir ziehen die Küsten entlang. Damit tendenziell eher unten rum, ne? Also eher östlich dieses Meeres ziehen wir lang. Ich weiß nicht, ob es hier eine Überfahrt gibt über Küstengelände. Wir haben auch auf euer Versprechen gehalten gegenüber dem Reich der Mali, dass wir unsere Truppen nicht durch deren Reich ziehen oder an ihren Grenzen entlang. Das mag er. Das sollte unser Verhältnis sogar verbessern. Wir erzeugen 6 diplomatische Gunst pro Runde. Eine Basis durch unsere Regierungsform, eine durch den Suzerän-Status mit Babylon, 4 durch Allianzen. Das ist schon eine coole Sache. Die nächste Allianz wollten wir schließen mit Süleyman. Das geht aber wahrscheinlich immer noch nicht. Nee. Mit ihr auch nicht. Abgesehen davon, dass wir noch keine Freunde sind. Geht das aus, ne? Mal schauen, was wir hier oben finden. Hier können wir nicht durchziehen, aber drumrum. Oh, das war blöd. Das ist aber doof.
Aber vielleicht können wir hier rum und dann hier weiter. Die Ozeanfelder bremsen uns aus. Upgrade möglich? Ja. Sehr schön. Und hier brauchen wir 95 pro Runde. Das 39 haben wir. Das heißt, wir brauchen 270. Zwei Runden noch. Also zwei sollten wir auf jeden Fall upgraden können, denke ich mal. Ich mag jetzt nicht gleichzeitig rechnen und euch warten lassen. Wir werden es ja erleben und einige von euch rechnen parallel und posten jetzt so wie B. Du kannst nicht Kopf rechnen. Hier ziehen wir mit dem hier oben lang. Genau. Eine Runde weiter, ja, wir wollen unser Gold noch zurückhalten. Um wie viele Bogenschützen haben wir denn überhaupt? Oh, verdammt viele. Die können wir eh nicht alle in Armbrustschützen umwandeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Bogenschützen. Ui, 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 ui. Wir könnten auch sagen, wir lassen die Karte dann noch eine weitere Runde drin. Das können wir auch machen. Handelsrepublik freischalten, ging ja auch jetzt schon. Hätten wir vielleicht sogar machen können vor den Gilden. Ja, hätten wir auch machen können. Machen wir auf jeden Fall danach, dann lassen wir die ganze Zeit noch drin. Ah, hätte ich vielleicht zuerst machen sollen, oder? Da habe ich nicht ganz nach rechts geguckt. Wäre, glaube ich, klüger gewesen. Weil das die Mittelaltermärkte waren, eine Voraussetzung für die Handelsrepublik. Ist jetzt so. Jetzt ziehen wir das aber auch durch. Machen das in dieser Reihenfolge. Und, oh, das geht ja schnell hier. Delegation wird akzeptiert. Unsere Leute dürften als ehrenwerte Gäste verweilen und ihr Dramaturg will ihnen ein neues Werk zeigen. Ja, jetzt hört sie auf zu lesen. Jetzt, wo wir gut Freund sind mit ihr, strahlt sie über beide Bäckchen und gewährt uns die Gunst, uns direkt ins Gesicht zu gucken. Uns ihre grünen oder blauen Augen zu zeigen. Grün-blau, oder? Sie schillern uns auf jeden Fall freundlich an. Jetzt erweist sie uns Manieren. Das ist ja lieb. Das ist ja großartig. Das finde ich klasse. Und jetzt ist auch die Allianz möglich. Sollen wir es wagen, ihr eine Allianz anzutragen? Das ist die letzte, die übrig bleibt. Wir wollten es ja eigentlich mit Süleyman, aber warum nicht mit ihr? Süleyman steht sich... Ja, das ist die Frage. Also, es kann sein, dass unser, dass die Ungarn es nicht mögen, wenn wir mit Christina eine Allianz machen. Während das mit Süleyman eigentlich völlig egal und Schnuppe ist. Aber wer weiß, wie lange es bei ihm noch dauert, bis er eine Allianz gewährt und ich giere ja nach dem nächsten Gunstpunkt pro Runde. Wie sieht das Verhältnis generell aus mit Corvinus? Die können sich nicht leiden. Einmalig 8 Gold und sie macht das. Sie hat ja keine Religion, glaube ich, oder? Hat sie eine Religion? Also Süleyman hat auf jeden Fall eine. Vielleicht würde er uns sogar noch was drauflegen. Aber wer weiß, wann er die Allianz hat? Also die Allianz als Möglichkeit uns anbieten kann. Wir machen das. Leute, wir tun und machen das so. Ein fairer Tausch. Allianzpartnerin. Und jetzt sind wir im Moment schon beim Maximum. Also mehr als 7 Gunst pro Runde. Nochmal so zerrennen, irgendwo ein weiterer Gunstpunkt. Wäre das drin? Dafür müssten wir, glaube ich, die Gold für Gesandtenkarte rausnehmen und mehr in Einflusspunkte investieren und hoffen, dass wir hier irgendwo billig noch 4 Gesandte bekommen und dann was ab mitnehmen können. Handelsweg entsenden. Oder hier oben. Was ist hier?
auch ein Handelsweg nach Auckland, beziehungsweise nach Nanmadol. Nanmadol geht, das ist direkt in der Nähe, aber Auckland ist sehr weit weg. Wir können auch, glaube ich, noch keine Handelswege auf dem Wasser entsenden, weil wir da noch nichts freigeschaltet haben. Und ob das hier geht, weiß ich nicht. Ist mir unklar. Sollen wir beim nächsten Regierungswechsel eventuell die Karte hier rausnehmen, die Handelskonföderation, und zurückkehren zu der guten alten Karte charismatischer Anführer oder charismatischer Anführer, wie es korrekterweise heißen müsste im Griechischen, aus dem Griechischen. Zwei Einflusspunkte mehr. Im Augenblick erwirtschaften wir deren 3 nur pro Runde. Das wären 60% mehr. Erstmal eine Runde weiter. 7 Eisen bin ich bereit, ich bin sogar alles bereit zu verhökern, aber ich will eigentlich kein Gold dafür haben und auch keine Pferde, aber Gunst. Ach, ich kann gar nicht, ach, wir haben nur die 7, deshalb geht nicht mehr. Okay. Ja, 7 Gunst gegen unsere letzten Eisenvorräte, die brauchen wir nicht für die Armbrust schützen, wird gemacht, alles klar. Prima. Schaut mal, wir haben 146 Gunst und bekommen 7 dazu. Diplomatie-Sieg, wir kommen. Die Inka nähern sich dir. Bauen, kämpfen. Jetzt wissen wir gleich, wo Salpeter ist. Wir könnten Militärpioniere bauen. Und schaut mal hier, was die durch Gathering Storm an Eigenschaft dazu bekommen. Mit ihrer Bauladung können sie ab jetzt nicht nur Straßen bauen, sondern auch künftig auch Eisenbahnen. Eine neue Modernisierung durch Gathering Storm. Gucken wir uns später mal an. Andere Sachen, Gebirgstunnel, jetzt auch neu eingeführt. Vorher konnten sie schon Festungen und Landepisten als spezielle Modernisierung auf dem Gelände bauen. Sie werden also jetzt insgesamt aufgewertet. Die fand ich auch bislang nicht so spannend, die Militärpioniere. Ich habe ganz selten nur einen gebaut. Ich habe das Gefühl, die waren nicht stark genug, als dass man sich die kaufte oder baute. Und mit ihren Bauladungen können sie außerdem jeweils 20% eines Kanal- oder Staudammbezirkes fertigstellen. Das ist auch gut. Ne? Ja, alles gut. Salpeter-Vorkommen, wo ist es? Eine Quelle für Salpeter? Nein, nicht auf dem Campus, bitte nicht. Oder hier? Wo ist das? Ist das hier drunter? Wird mir aber nicht ange... Doch, da steht Salpeter im Tooltip. Den müssten wir auch automatisch bekommen jetzt, Runde für Runde, weil der Bezirk müsste den abgreifen. Ja, 3 pro Runde. Das können wir demnächst auch verkaufen oder ansammeln für unsere Musketiere. Das Upgrade unserer Schwertkämpfer. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann brauchen Musketiere Salpeter. Wie auch immer, da haben wir doch einiges geschafft in dieser Runde. Das gefällt mir. Liebe Grüße, bald geht's weiter mit einer neuen Folge mit unserem Preview Let's Play.